In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie externe Dateien als Daten in NumPy aufladen können. Die Idee ist, dass man sehr oft irgendwelche Daten hat, die in irgendwelchen Textdateien oder Excel-Dateien oder die sogenannten CSV-Dateien gespeichert werden. Die möchte man natürlich einlesen mit NumPy oder in Python, verarbeiten und dann irgendwelche Ausgaben wiederum speichern. Das zeige ich Ihnen jetzt, wie das geht. Dafür nutzt man wieder das NumPy selbst, also wir brauchen keine weiteren Module und es gibt tatsächlich eine Funktion, die nennt sich Generate from TXT. Das nutzt man folgenderweise. Ich definiere mir jetzt ein Array, der heißt Data und ich benutze die Funktion npgen from TXT, da ist sie auch schon. Und jetzt brauche ich dafür eigentlich brauche ich nur einen einzigen Parameter, nämlich den Dateinamen selbst. In meinem Fall habe ich mir etwas vorbereitet, das nennt sich Data CSV. Das gucken wir uns gleich an, was es bedeutet. Und damit wir sehen, was passiert, was geworden ist, machen wir ein Print Data. Ich zeige Ihnen erstmal diese Datei. Die sieht folgenderweise aus. Und ich habe mir hier so gedacht, ich werde mal ein paar Daten erfinden. Natürlich die erste Spalte, diese 22 Punkt irgendetwas, das ist meine Temperaturmessungen, nur so als Beispiel. Und die zweite Spalte bedeutet dann die Feuchtigkeitsmessungen. Im Moment, eine Sache muss man hier wirklich beachten, Punkt und Komma bei den Dezimalzahlen. NumPy kommt nicht zurecht, wenn man ein Komma statt ein Punkt für den Dezimalpunkt benutzt. Das heißt, man muss auch sein System so einstellen, dass man es entweder selbst das handhaben kann, wie ich hier zum Beispiel, weil es ein ganz normaler Texteditor ist, oder eben sein System so umstellen, dass er automatisch einen Punkt statt ein Komma zu machen. Sonst kommt er ein bisschen durcheinander. Auch wichtig ist dieser sogenannte Delimiter. Oder eben das Zeichen, das beide Spalten auseinanderschneidet. In diesem Fall habe ich mir ein Semikolon genommen und Semikolon ist das Standardzeichen für CSV-Dateien. Wenn es eben was anderes ist, dann muss man das der Funktion in NumPy auch Bescheid geben und dann schafft sie es. Aber gucken wir erstmal, wenn wir nur diese Dateien, nur den Dateinamen hier reingeben, was passiert dann? Und zwar sagt der Not a Number. So, was ist jetzt passiert? Er benutzt nicht den Delimiter, den wir brauchen. Wir müssen den ganz klar und deutlich sagen, indem wir den Parameter Delimiter auf Semikolon stellen. Wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann hat es geklappt. Er liest als die verschiedenen Zeilen, liest er ein und beide Spalten sind sauber auseinandergehalten und er hat sie als Float auch alles eingelesen. Das hat jetzt prima funktioniert. So kann man Daten einlesen und hier zeige ich Ihnen, wie man Daten auch auslesen kann. Nehmen wir doch mal an, dass wir eine statistische Datei erstellen wollen, indem wir für die Temperatur und für die Feuchtigkeit jeweils die Minimal- und die Maximalwerte ausstellen wollen oder ausschreiben wollen. Dafür werde ich Folgendes tun. Ich werde mir erstmal die Temperaturmessungen aus den Daten rausholen. Das funktioniert. Ich brauche alle Zeilen in der ersten Spalte, ist die Temperatur und Feuchtigkeit ist eben, sind alle Daten, alle Zeilen in der ersten Spalte. Und dann werde ich mir ein neues Array erzeugen. Das sieht so aus, np Array. Und zwar machen wir mal daraus, ja doch, das können wir direkt hier so machen. Als erste Zeile schreibe ich ihm die Minimalwerte, also temp_min, feuchtigkeit_min. Und als zweite, hier ist irgendwas durcheinander gekommen, aber das schaffen wir schon. Und die jeweils Maximalwerte möchte ich auch haben.
So, und hier müssen wir ein bisschen was zumachen. Jetzt sieht es gut aus. Und jetzt drucke ich das erstmal aus, um zu sehen, was passiert ist. Der Mecker drin, was habe ich? Ja, doch, alles gut. So, und jetzt sieht man diese zweite statistische Stats. Schauen wir mal hier was Vernünftiges. So, damit wir sehen, was hier ist, sind eben die Minimalwerte sind 22,35 und 23,55. So, jetzt möchte ich, nehmen wir mal an, diese Datei, auch diese Daten auch als Datei wirklich speichern. Dafür benutze ich die Funktion NP Save Text. Nicht nur Save benutzen, das speichert es auch, aber so einen ganz merkwürdigen Format für NumPy nur. Save Text, das funktioniert ganz gut. Und zwar als einzigen, also wir können natürlich auch jetzt als einzigen Parameter hier den Namen für die Datei und natürlich die Daten selbst geben. Und zwar zuerst sollte ich den Namen der Datei geben. Ich werde das StatsCVS benutzen und dann gebe ich ihm die Stats als Daten. Das führen wir aus. Er sagt mir hier erstmal gar nichts. Deswegen muss ich erstmal hier rein, wo ich die Daten gespeichert habe. Und hier sehe ich tatsächlich, da ist eine Datei stats.csv. Wenn ich die jetzt hier aufmache, dann sehe ich, okay, der hat schon ein bisschen anders gespeichert, als ich es davor hatte. Vor allem die Delimiter sind jetzt unterschiedlich. Also er hat ein Intervall benutzt statt diesen Semikolon, was ich davor benutzt habe. Kann man natürlich machen. Die Precision kann man übrigens auch hier, also die Genauigkeit kann man auch kontrollieren. Das ist aber erstmal für uns nicht ganz so wichtig. Wenn Sie möchten, dann können Sie es in der Dokumentation nachlesen, wie das geht. Sonst versuchen wir doch mal den Delimiter so zu stellen, wie wir es auch eingelesen haben, damit es doch ein bisschen irgendwie konsistenter ist. Delimiter ist dann gleich Semikolon. Und wenn ich das jetzt ausführe, und hier wieder schließe und die Datei neu aufmache, dann hat er tatsächlich jetzt den Semikolon benutzt. So sehen Sie, dass es relativ einfach ist, wie man Daten einlesen und wieder auslesen kann. Und jetzt haben Sie prinzipiell auch schon fast alle Werkzeuge, um Daten einzulesen, mit diesen Daten Berechnungen anzustellen, sie umzuformatieren, sie irgendwie aus diesen Daten neue Daten zu erzeugen und sie wiederum in Dateien zu speichern. Dankeschön.